Zauntor des Zimmermanns ist das ja, mit dem Hammer eben kurz bearbeiten. Eins, einmal halt nur, einfärben und dann kann ich das auch ganz normal öffnen, wieder schließen und mit der Färbung weitermachen. Wir müssen jetzt ein bisschen knapp an die... aua! Das habe ich letztes Mal schon gehabt. Das habe ich vor kurzem schon mal gehabt. Wenn man nicht aufpasst, dann craftet man einen Block, in dem man direkt drin steht. Und wenn man sich dann ganz ungeschickt anstellt, dann krepiert man. Deswegen immer schön aufpassen, dass das nicht passiert. Deswegen mache ich das jetzt auch ein bisschen langsamer. Vor allen Dingen, weil wir auch so ein bisschen geschwächt sind im Moment. Schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das liegt einfach daran, dass ich zu nah an diesem Zaun stehe. Ich setze hier einfach mal was hin, so ganz vorsichtig. Das ist hier wirklich total knapp von der Fläche her. Wenn ich nicht so nah am Zaun stehen würde, wäre das überhaupt kein Problem. Hier ist es jetzt besser. Hier, oh. So nicht, meine Freunde. So nicht. Nicht einfach irgendwelches Holz nachrücken lassen, was ich gar nicht will. So. Wo ist denn jetzt hier die Barriere des Zimmermanns geblieben? Hallo? Hallo? Ach, da oben. Manchmal ist man auch ein bisschen blind, ne? Aber das ist auch ein bisschen der Vorführeffekt, glaube ich. Wenn man sowas präsentiert... Dann... Ach, da ist ja auch noch ein... Da muss ja auch noch ein Tor rein. Also wenn man so etwas präsentiert, dann... stellt man sich teilweise total dämlich an. Das ist einfach so. So, jetzt aber Konzentration. Mit dem Hammer bearbeiten. Mit dem Holz bearbeiten. Und auf und zu. Und weiter geht's. Wollen wir jetzt im Dunkeln weiterarbeiten oder nicht? Wir können ja auch mal ein bisschen im Dunkeln arbeiten. Macht das Ganze noch etwas geheimnisvoller, obwohl man jetzt hier fast nichts sieht gerade. Aber das Licht wird sicherlich gleich wirken. Ich müsste vielleicht meine Goldrüstung anziehen. Dann sieht man auch mehr. Und auch hier wieder ein Zauntor mit dem Hammer bearbeitet. Eingefärbt. Es funktioniert auch. Machen wir wieder zu hier. Kann man da eigentlich auch Fackeln draufsetzen? Also eine Fackel kann ich da auch draufsetzen. Auf andere Zaunelemente auch. Das funktioniert also alles. Auf diese höchsten Stellen gehen also Fackeln. Wollen wir das einfach mal ein bisschen ausleuchten, wenn wir hier gerade dabei schon mal sind, dass die Rosenhecke noch etwas mehr zur Geltung kommt. Gerade auch an den Stellen, wo diese... Öffnungen sind, wo man durch die Hecke kann, sollte man das tun. Wir lassen es jetzt erstmal so, dass wir fertig werden. Schöne, stimmungsvolle Nacht. Da hinten kommt schon eine Spinne an. Ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir fertig werden. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Es ist auch ziemlich dunkel. So. Also wir haben jetzt ein... Oh Mann, das gibt's doch nicht. Muss denn immer dieses Akazienholz da? Oder was ist denn das? Mahagoniholz sich immer vordrängeln. Unverschämtheit. Zack. Zack. So. So, komm, wir machen den Rest, machen wir jetzt hier fertig. Das will ich jetzt hier noch fertig kriegen. Aua! Oh, habe ich mich erschrocken. Meine Güte, wo sitzt der? Wo ist er? Wo ist der denn? Ach, da. Na komm. Hm? Das sieht ja lustig aus. Kuckuck. Ein Skeletttanz. Kuckuck. Kuckuck. Aua, jetzt gehe ich aber doch lieber rein. Oh, mit letzter Kraft. Mann, ey. So. Erledigt. Und weiter geht's.
Guten Tag. Guten Tag. Was nehmen wir denn mal zu essen? Ach komm, wir nehmen jetzt einfach ein paar Äpfel können wir auch. Pineapple können wir auch mal essen. Oh, wir ernähren uns hier richtig von Früchten. Sowas Gesundes. Also Ananas. Pfeifen wir uns jetzt rein. Richtig sättigend ist das ja auch nicht. Und dann nehmen wir nochmal Tomaten mit Fleisch. Was ist das eigentlich? Ach, Salz. Auch witzig aus. Äpfel sind ja auch immer gesund. One apple a day keeps the doctor away, sagt man ja. Und raus hier. So, Spinne. Tust du mir was oder nicht? Nein, tust du nicht. Aber ich tu dir was. So. Hier ist übrigens unser Bienenstock, der noch nicht verwendet wird, den ich hier einfach mal hingesetzt habe, weil ich gucken wollte, wie der aussieht. Ist also auch getextured. Sieht ganz cool aus. Hier kann man irgendwas machen, was ich aber noch nicht weiß. Das können wir auch erstmal wieder hier abreißen. Das brauchen wir nicht. Weg damit. Zaun, Zaun, Zaun. Hier sieht man. Also das sieht wirklich so aus, als wenn dieser Zaun nicht gestrichen ist, ne? So, jetzt sind wir wieder in einem gefährlichen Bereich hier. Einmal falsch gesetzt und ich hab mein Gesicht wieder in einem Holzblock sitzen. Und so sieht der Zaun dann aus, wenn er fertig ist. Haben wir jetzt überall, eigentlich überall... Wir haben doch jetzt überall Zauntore gemacht, oder? Meine ich jedenfalls. Das ist also unser trautes Heim. Direkt neben den Äckern mit Gemüse und so weiter und so fort. Wo wir hier gerade jetzt schon mal stehen, ne? Können wir eigentlich mal eben so ein bisschen Ackerbau betreiben. Dann können wir uns die Items hier auch noch ein bisschen genauer angucken. Also Erdbeeren. Boah, die sehen ja richtig toll aus. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Und die säen wir jetzt erstmal. Ach, warte mal, wir können das ja auch anders machen. Wir können ja auch mit Rechtsklick arbeiten, dass die Saat an sich stehen bleibt und nur die Erdbeeren abgeerntet werden. Oder die Früchte abgeerntet werden. Wenn ich also durchlaufe und mit Rechtsklick... Moment, nee, hier geht's nicht. Hier kann ich nicht mit Rechtsklick arbeiten, aber hier kann ich mit Rechtsklick arbeiten. Ja, isst man erstmal. So, das ist also Mais. Da machen wir die Reihe jetzt auch voll. Das geht also viel schneller. Diese... Oh, ich bin ja voll hier. Die müssen wir... Die müssen wir so aussäen. Die können wir auch wieder mit Rechtsklick abernten. Ja, sehr cool. So, wir machen das jetzt Reihe für Reihe. Was haben wir hier denn jetzt stehen? Bell Pepper, das ist Paprika. Auch da geht's wieder. Ach, der hat aber auch einen Hunger. So. Also verhungern können wir wohl nicht mehr. Whip Winter Squash Crop. Das sind so kleine Kürbisse. Oh, nee, Entschuldigung. So wollte ich es machen. Die Macht der Gewohnheit. Das sind also die kleinen Kürbisse. Hm, sehen ja ganz nett aus. Mhm. Ich glaube, das sind so Zierkürbisse. Hat man ja manchmal so... Zierkürbisse im Garten, die stehen da einfach nur so rum. Die isst man nicht unbedingt, sondern die sind einfach nur da. So, das kann ich jetzt schon wieder nicht einsammeln. Das ist ja wieder etwas ärgerlich. Wir brauchen dringend ein richtiges Lager. Wir brauchen dringend ein richtig cooles Lager. Das packe ich jetzt erstmal rein. Die Truhe ist hier auch bald voll. Das geht so auf Dauer nicht weiter. Wir haben viel zu viel Saatgut. Hier sind alles noch Sachen drin, die wir noch gar nicht ausgesät haben. Das geht nicht mehr. Also da müssen wir wirklich richtiges Lager schaffen. Das Holz packe ich auch noch weg. Entschuldigung. Ich gehe nochmal rein. Erstmal das Holz wegpacken. Und dann sofort weiter. Erstmal alles weg hier. Das ganze Holz. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Nur so ein bisschen...
falls man mal eben was machen will, die Fackeln des Zimmermanns da rein kommen, die jetzt erstmal hier kommen. Der Spinnenfaden, achso, hier unten haben wir noch Wintersquash. Zack, zack. Mit dem Hammer sind wir auch aktiv. Den packen wir aber erstmal hier hin. Steine lassen wir. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal wieder was einsammeln. So ein bisschen Ackerbau muss ja dann auch mal zwischendurch sein. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier sieht das mir das alles sehr frisch aus. Das sind Rüben. Nicht essen. Iss mal die Äpfel hier. Wenn du schon wieder Hunger hast. Zack. Rüben, Rüben, Rüben. Und dann haben wir Raspberry. Himbeeren sind das. Jetzt weiß ich es wieder. Raspberry. Und die Reihe ist fast voll. Nächste Reihe. Was haben wir hier denn eigentlich? Stillstone. Ne, Moment. Stillstone Slab. Also. Mustard Seeds. Senfsamen. Senfsamen. Und Brombeeren. So langsam kriegen wir richtig, richtig viel zusammen. So, das können wir wieder. Candleberry? So. Ich weiß eigentlich gar nicht richtig, was das für Beeren sind. Cantaloupe. Oh, sehr schön. Die sehen ja auch nice aus. Cantaloupe-Melonen. Einmal wieder aussäen. Und dann gehen wir einmal rüber. Und jetzt kommen wir zum ganzen Salatzeugs. Brokkoli und sowas. Also es macht schon Spaß, ne? Ich werde jetzt aber gleich einfach mal aufhören mit der Ernterei. Wegen des Platzes. Wir müssen erst gucken, dass wir jetzt ein vernünftiges Lager... Was war das eigentlich jetzt nochmal? Brokkoli... Sellerie, genau. Sellerie sehen wir auch aus. Jetzt haben wir uns... Nee, Brokkoli will ich nicht. Nicht Brokkoli. Sellerie will ich hier aussehen. So. Also... Das, finde ich, sieht viel schöner aus als vorher. Also du kannst dir auch nicht vorstellen, wie ich danach gesucht habe gestern. Also wie bekloppt. Ich habe da stundenlang Sachen ausprobiert. Dann ging es wieder nicht. Dann habe ich wieder was anderes ausprobiert. Ging wieder nicht. Dann ging ein Teil. Dann waren die Texturen aber irgendwie zu pixelig, weil es eben nicht die richtige Auflösung war. Und irgendwann hatte ich es dann raus, wie es funktioniert. So, dann haben wir den Salat auch fertig. Ja, ich meine, wir können ja noch... Nee, ich lasse es jetzt. Nein, ich lasse es jetzt. Wir können ganz viel, aber wir lassen es jetzt trotzdem sein. Ich dachte gerade, das wäre ein anderer Holzton. Aber ist er wohl nicht. Alles gut. Alles wunderbar. So, Saatgut und Nahrung. Das packen wir jetzt hier noch rein. So, die Truhe streikt hier auch so langsam. Wir können nichts mehr unterbringen. Jetzt packen wir erstmal die Steine im Keller. Steine, Steine, Steine. Und wo wir jetzt gerade im Keller sind, sind wir auch schon fast an der richtigen Stelle. Steine normal, Steinstufe. Das kommt hier alles unten bei der Truhe rein. Und wir sollten langsam mal anfangen... Wie gesagt, das alles vernünftig zu lagern. Das ist hier unsere Küche. Hier steht sogar schon so eine Sitzecke. Und die Anrichte, weiß ich nicht, die sollte am besten hier sein. Und da schauen wir jetzt mal, was wir dafür verwenden. Für die Schränke, für die Küchenschränke. Ich bin ja so ein bisschen geneigt, da mit Birkenholz zu arbeiten. Bin mir aber nicht wirklich sicher. Aber ich denke, so eine Küche wirkt doch sehr freundlich, wenn man... mit
hellem Holz arbeitet und Birkenholz ist halt sehr hell. Das soll nicht so eine dunkle Küche werden. Was nehmen wir denn einfach mal? Wollen wir mal... Komm, wir probieren das mal aus. Birkenholz-Drawers. Da steht eben auch drin, wie viel da reinpasst. Holds 16 Stacks per Drawer. Also 32 Stacks können da rein. In jede Schublade 16. Wir machen jetzt rein, spaßeshalber, machen wir nochmal... Moment. Wieso kann ich das denn jetzt craften? Ich habe doch gar kein Eichenholz im Inventar. Wieso kann ich das denn jetzt craften? Hä? Nimmt der denn jetzt das Eichenholz, was ich hier in den Truhen habe? Das kann ja wohl nicht sein, oder? 45... Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gerafft. Ich habe doch überhaupt kein Eichenholz im Inventar. Oak Drawers. Ach so, Moment. Eben ist das gar nicht gecraftet worden. Nochmal. Muss nochmal machen. Dass ich es jetzt auch wirklich schnalle. Oak Drawers. Ich packe die da rein. Und wenn ich aber... So, dann sind die wieder weg. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Okay. Dann ist ja doch alles normal und nicht irgendwie unheimlich oder seltsam oder rätselhaft. So, bei den Kerzen schlafen. Der sieht ja auch so ein bisschen aus hier. Ich glaube, das müssen wir hier anders machen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Totenkammer. Fällt mir gerade mal so auf. Auch mit diesen weißen Kerzen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube... Hier müssen wir noch ein bisschen an dieser Kammer arbeiten. Das sieht mir gerade ein bisschen eigenartig aus. Okay. Kann ja auch noch nicht alles perfekt sein. Wie sehen denn diese Drawers jetzt aus? Oh. Mann. Dussel. Dahin. Okay. Das sieht mir doch nach einer schönen Küche aus. Was passt... Very nice. Very, very, very nice. Mit Rechtsklick, wenn ich auf ein Item gehe und mit Rechtsklick da drauf, das ist genauso wie bei den Schildern, die man sonst kennt. Was ist das denn jetzt? Ach so. Also so reinschauen kann ich da nicht. Moment mal, warum kann ich denn jetzt... Da ist jetzt... Da sind jetzt Äpfel drin. Okay, also ich tue da alle Äpfel rein, die ich habe, mit einem Klick. Dann sind die alle weg. Dann ist das Zeichen da vorne auch drauf. Dann kann ich da auch nichts anderes reinpacken. Dann kann ich nur mit Linksklick wieder die Äpfel da rausholen. Und dann erst ist die Schublade wieder frei für andere Sachen. Also ich kann nicht gleichzeitig mehrere Sachen in eine Schublade packen. Aber ich finde, so sieht das doch klasse aus. So, könnte eine Küche aussehen. Die Drawers packen wir erstmal wieder weg. Die können wir im Moment nicht gebrauchen. Wir machen das jetzt aus Birkenholz. Birkenholz. Schöne Drawers aus Birkenholz. Zack, 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 zack. Und dazu machen wir dann gleich noch eine schöne Spüle oder sowas. Wir nehmen jetzt auch nur diese Art. Wir könnten sowas hier auch nehmen. Wahrscheinlich ist das sogar besser. Weil da einfach mehr Unterschiedliches reinpasst. Machen wir nochmal zwei. Mein Gott, ist das jetzt so schnell verbraucht? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich kann jetzt keine Drawers mehr machen, weil ich jetzt gerade irgendwie das ganze Holz verbraten habe. Ist ja nicht so schlimm, wir machen das jetzt einfach mal so. Wie sieht denn das so aus? So kann man das ja dann auch machen. So, hier einmal um die Ecke. Da passt dann wenigstens auch richtig viel rein. Hier sollte noch irgendwie so ein Zwischenraum sein für irgendwas anderes. Da kommt der Crafting Table in die Ecke. Und wir können ja auch so eine Art Hängeschrank hier machen. Also wenn hier jetzt die Spüle zum Beispiel ist. Oder hier Hängeschrank. So. Also das wäre jetzt die Küche. Und da kommen dann eben auch dementsprechend alle Zutaten rein. Hier ist so die Anrichte, da kann man alles zubereiten, Rezepte machen, also Essen machen. Hier ist dann der Tisch, der allerdings jetzt auch ein bisschen klein und kärglich aussieht. Da muss natürlich noch mehr passieren. Und hier hinten kann man so eine Art Lager errichten. Moment, ich nehme mal dieses Ding hier wieder weg. Man könnte das auch so machen, dass einfach hier dann das Lager richtig nach oben geht, dass dieser Raum komplett ausgefüllt wird. Da müssen wir uns nochmal intensiver mit beschäftigen. Aber wir haben jetzt überhaupt auch kein Birkenholz mehr. Ich könnte eigentlich mal ein paar Birken hier aussäen, weil wir Birken auf Dauer dann doch noch ein bisschen mehr brauchen. Wo sind denn diese ganzen Setzlinge von Birken? Hier sind sie nicht drin, oder? Doch, da sind sie, Birkensetzlinge. 64. 64 Birkensetzlinge. Birkenholz ist schönes Holz, da brauchen wir unbedingt noch mehr von. Wo setzen wir die denn mal hin? Also hier ist ja schon jede Menge Fläche, wo irgendwann ja nochmal Häuser entstehen werden. Aber damit müssen wir uns ja nicht überschlagen. Hier hinten kommen sowieso erstmal noch nichts hin. Und wenn, dann können wir es auch wieder abreißen. Das Ganze muss noch eingeebnet werden mit Terraforming. Aber so ein paar Birken, die können auch ruhig ein bisschen dichter stehen. Die Crafting-Tour nehmen wir gleich mit. Die ist hier so ein bisschen fehl am Platz. So, dann machen wir so ein richtig dichten Birkenhain. So, haben wir schon 30 Bäume, haben wir hier schon gepflanzt. Über 30 inzwischen. Das muss auch nicht schön aussehen. Das ist nichts für die Optik, sondern rein funktionell. So, die können jetzt erstmal wachsen. Jo. Die können erstmal wachsen. Hier setzen wir mal eben zwei. Ha, da möchte ich eigentlich auch gerne Fackeln des Zimmermanns jetzt draufsetzen. Ach, was soll's. Fackel. Fackel, so. Das nehmen wir mal eben mit. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das war nur zum Ausprobieren und Testen. Hier stehen übrigens schon zwei Blumenpötte draußen. Hast du vielleicht gesehen. So, Birkenholz. Schade, schade, schade. Was ist das hier eigentlich? Feierdor. Extra Biomes XL. Was ist denn das jetzt für eine Tür hier eigentlich? Irgendwie komme ich da gar nicht drauf klar. Was, wo habe ich denn diese Tür jetzt hergekriegt? Hm. Kann ich da eigentlich mit einem Schiesel irgendwas machen? Mit diesen Türen? Wir haben hier zwei verschiedene Schiesels. Also abgesehen von dem Standard-Schiesel, den wir ja auch haben, der jetzt gerade irgendwo anders ist. Ich glaube, im Keller ist der. Hier ist er jedenfalls nicht. Oh, die Fackel ist ja auch... Die ist ja jetzt auch... Die sieht ja auch richtig geil aus. Wow! Nice! Sehr cool! Moment. Okay, alles der Reihe nach. Alles der Reihe nach. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles der Reihe nach. Hier kommt erstmal... Achso. ich komme hier gerade etwas ins Schleudern. Ich bin gerade so ein bisschen voller Rolle, weil jetzt gerade wieder so viele Sachen auf einmal hier auf mich einregnen, was man alles machen kann. So, wir nehmen jetzt erstmal die Sachen hier mit und tun die mal in die Küche, dass wir wieder ein bisschen mehr Platz hier haben. Sellerie... Alle diese Dinge kommen in die Küche. Die sollen hier nicht mehr in der Truhe rumfliegen. Vielleicht fangen wir einfach mal hier an. Weg. Pineapple Seed dahin. Mais dahin.
Und da auch das auch nochmal rein. So, wie gesagt, ich kann die Stück für Stück wieder da rausholen. Wintersquash da rein. Und auch nochmal. Dann haben wir Zuckerrohr. Also die unterschiedlichsten Dinge und richtig viel können wir hier reinpacken. Ja, dann haben wir hier noch Baumwolle. Ja, Baumwolle weiß ich auch nicht. Eigentlich gehört Baumwolle nicht in die Küche, aber weil es eben auch irgendwie Saatgut ist, packe ich sie jetzt einfach mal zu. Die Äpfel behalten. Ja,